Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg zockt. So, da sind wir wieder im Winter. Ja, der gute Christian hat noch geschrieben, ich habe eine finnische Map erwischt und da ist halt ewiger Schnee. Ja, ewiger Schnee wird schon nicht sein. Jetzt, wir haben Februar, der wird schon irgendwann weggehen. Eigentlich finde ich es sehr schön und gemütlich. Es passt nicht ganz zur Jahreszeit, die wir gerade haben. Aber ja, es ist jetzt halt wie es ist. Wir können den Schnee nicht wegzaubern. Mal gucken, wie lange der noch bleibt. Wir werden sehen. Dann haben wir noch was zum Thema Kreuzungen. Da hat jemand nochmal geschrieben. Ampelschaltung, individuelles Kreuzungsmanagement, Schilder, Fahrspuren, Straßen. Ja, aber wo denn? Da müsste ich halt mal wissen, wo. Wenn wir hier gucken. Wir haben hier Schilder haben wir. Das ist klar. Geradeaus verboten und so weiter. Das haben wir alles. Aber wir haben hier nichts in Sachen Fahrspuren. Wo soll ich hier Fahrspuren erstellen? Wenn wir hier die Mod nehmen. Die Kreuzung mal machen hier. Wenn ich sie erwische. Jawohl. Dann haben wir hier Standard. Da haben wir nichts zum Auswählen. Vanilla. Erlaube abbiegen bei Rot. Die ganzen Sachen. Aber auch nichts in Sachen, was da noch steht. Straßensperren für manche Autos oder nur LKW. Oder man kann alles machen. Ja, aber wo denn? Hier nicht. Erlaube abbiegen bei Rot. Exklusive. Wir kennen das alles. Wir haben es uns angesehen. Aber ich weiß nicht, wo ich das sonst irgendwie noch einstellen könnte. Von wegen Fahrspuren etc. Vielleicht hier, dass wir hier noch was haben. Markierungen. Ja, Parking-Text aufkleben. Das ist eigentlich, glaube ich, alles nur Kosmetik. Wenn ich das richtig sehe. Stühle und Fässer. Warum nicht, wenn wir doch gerade ein Fass haben? Wir stellen das mal hier runter. Eben, das ist halt Kosmetik. Das ist für die Optik. Das ist auch gut so. Da, schnell Mikrofon ausrichten. Das ist auch gut so. Aber das ist nicht, was wir brauchen. Wir sind ja tatsächlich jetzt eher dran und gucken, dass wir den Verkehr hier irgendwie in Gang kriegen. Und so halbwegs geht's, aber man sieht, ja, es ist halt schon teilweise immer noch relativ mühsam. Jetzt wollte ich Folgendes machen, und das werde ich jetzt auch machen. Wir haben eine Autobahn hier hinten. Die geht hier irgendwo unter die Erde, das ist hier. Wir haben hier nichts. Ich würde von hier gerne eine Unterführung haben oder einen Tunnel. Einmal hier rauf, dann hier raus und hier oben raus. Dass wir sozusagen alle drei Stadtteile verknüpft haben, ja, mit einer Straße unter der Erde. Und da machen wir, ja, da machen wir schon eine Schnellstraße draus. Dann könnten wir hier wahrscheinlich einen Kreisel brauchen. Das heißt, wir gehen hier erstmal mit einer breiten Straße raus. In einen Kreisel rein. Zack, das wäre dann so. Hier unten könnte man auch schon einen Kreisel machen. Oder, ja, was machen wir denn hier? Machen wir einen Kreisel, kommt. Dann haben wir hier einen Kreisel, da oben einen Kreisel. Ja gut, dann haben wir das. So, hier kreiselt, da kreiselt. Dann hätten wir gerne die Schnellstraße. Ja, machen wir die doch dreispurig. Und dann machen wir die gleich mal im Parallelmodus. Und gehen unter die Erde. Ja, so. Wie weit gehen wir unter die Erde? Ich würde sagen 30 Meter. Dann sollten wir eigentlich nicht irgendwie eine U-Bahn oder so noch im Weg haben. Ja, mach mal. Jetzt geht's. Zack, einmal so. Dann einmal eine Kurve. Dann einmal hier rauf. Da ist eigentlich egal, wo wir lang düsen. Jetzt kollidieren wir hier allen Ernstes mit, was ist das, die U-Bahn. Haben wir hier auch 30 Meter. Dann müssen wir hier 20 gehen. Einmal hier rüber, einmal hier unten durch. Und dann wollten wir wo raus? Hier oben, würde ich sagen. Überlappende Objekte. Mhm, dann machen wir das hier unter dem Wasser. Ich hoffe, das ist nicht wieder, dass wir irgendwie einen Wassereinbruch haben. Im Wasser steht hier eh schon. Warum das? Auch Wasser. Ah, wir haben hier schon wieder eine Kollision. Okay, dann nehmen wir das nochmal weg. Gehen wir mal ein Stückchen runter. Machen den hier, den hier, den hier, den hier, den hier. Und dann vielleicht tiefer. Das Problem ist halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir dann nicht einfach wieder Wasser im Tunnel drin haben. Das hatten wir ja schon mal. Das ist irgendwie, sagen wir mal so, nicht ideal gelöst. Jetzt kann ich nicht mehr andocken. 20 Meter hatten wir. Hat noch nicht 20? Wie sieht es bei 30 aus? Bei 30 geht's. Okay. Dann gehen wir hier auf die 40. Wir kommen da immer noch nicht unten durch. Dann gehen wir auf die minus 50. Dann geht's. Okay, dann machen wir hier aber eine Kurve. So, einmal diesen. Dann gehen wir wieder rauf. Ein bisschen Steigung und gehen dahin. Genau. Und jetzt gehen wir hier aber aus der Erde raus. Das heißt, wir könnten hier mal gucken, ob wir das nicht hinkriegen, dass wir das mit 20 machen. Nein. Doch. Hier ist eine Stelle. Hier geht's. Ich habe es genau gesehen. Da überlappt sowas, dann wird es halt abgerissen. Ach Gott, wir gehen halt wieder, wir gehen ein bisschen nochmal runter. 25 reichen auch noch nicht.
Echt jetzt? Da ist alles im Weg. Da. So geht's. Okay, dann machen wir es so. Zack. Dann hier rauf und jetzt aber auf 0. Falsche Richtung. Die 0 war hier. Dass wir hier rauskommen. Und zwar... Jetzt muss ich überlegen, was möchte ich denn? Ich möchte eine Abfahrt haben hier. Das wird auch wieder noch interessant. Mal gucken, ob wir die hinkriegen. Wir könnten die Abfahrt auch unterirdisch machen. Aber ich würde das so machen, dass wir die dann hier haben. Vorgefertigt vielleicht sogar. Sagen wir mal, aber die sind halt alle zu groß. Nur hier so eine Kreuzung haben. Ja, das wäre schon, das wäre, das war der Hang zu steil. Ja, mit Anarchy-Mod würde es gehen. Dass wir das irgendwie so hier hinhängen. Ja, oder Terraforming machen zuerst, wenn da der Hang zu steil ist. Hier überlappt was. Unten möchte ich dann natürlich, oder ich möchte vorne dann wieder unter die Erde kommen. Ist das okay mit der Ausfahrt? Eigentlich schon. Ungültige Form, Hang zu steil. Ja, geht hier überhaupt nicht. Sollen wir mal schnell gucken? Kommt, ja, schauen mal schnell. Wir machen mal Folgendes. Wir schnappen uns die Schaufel. Und versuchen das mal irgendwie einzuplätten. Das ist schon mal das falsche Ding. Ich übe mal. Ja, so plus minus. Wenn ich es von hier nehme, geht irgendwie auch nicht. Moment. Terra ebnen, das klingt gut. Ebne mal. Ebnet, ich glaube schon. Ja, geht runter. Okay, das passt schon mal. So, ab und zu muss ich hier leider meinen Ton muten, weil ich husten muss. Ich bin leider nicht ganz fit. Das habe ich, glaube ich, gestern schon gesagt. Ist wirklich nichts Schlimmes, aber es ist halt so, dass die Stimme dauernd beschlägt. Ich mich irgendwie nicht ganz hundertprozentig wohlfühle. Aber das kriegen wir gewuppt. So, jetzt wollen wir da mal gucken, ob wir hier das Ganze so haben, dass wir vielleicht hier das Kreuz draufbringen, das hier. Ungültige Form weiterhin. Hang zu steil. Kann man das nicht auf einen Schlag einebnen? Wahrscheinlich schon, wenn man weiß wie. Ich versuch's mal nochmal. wo haben wir die Pinselstärke? Hier. Machen wir hier mal 100. So, machen wir die 100. Pinselgröße haben wir auch 100. Einebnen. Ebne mal ein mit 100%. Das geht mir irgendwie zu langsam. Da muss ich sagen... Terrassteigung? Nee, das ist schon richtig so. Da muss ich sagen, halt wieder der Vergleich mit Transportfieber 2. Das geht schon rasanter. Wir verschieben hier zwar die Höhenlinie, aber man sieht, das dauert halt Ewigkeiten. Und ich habe dank dem Schnee auch irgendwie nicht wirklich eine Angabe. Ich müsste hier reinpferchen können. Und dann haben wir hier eine flache Dingens. Ja, vielleicht auch mit dem. Was ist das nochmal genau? Terra angleichen. Ja, wenn wir hier das Flache nehmen. Das funktioniert irgendwie auch nicht so ganz so, wie ich es möchte. Oder schon? Ja, ein bisschen ebener ist es. Ein bisschen. Sonst machen wir das mit der Anarchy Mod. Oder wir bauen selber eine Ausfahrt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist halt immer noch viel zu hügelig. Wir schnappen uns nochmal das Kreuz. Ja, ungültige Form, Hang zu steil. Das nochmal drehen, hier oben. Nee, das geht halt tatsächlich. Ich verstehe nicht, warum ich das nicht einfach ebenerdig kriege. Hier, das ist halt immer noch komplett hügelig. Das müsste man doch viel weiter runter kriegen. Hier haben wir auch nochmal eine Straße. Hier ist die fertig. Da könnte man gucken, dass man die noch anschließt dann an die Autobahn, wenn wir hier dann mal die Ausfahrt haben. Oder wir machen halt selber eine, kommt. Statt dass wir hier was Vorgefertigtes nehmen, nehmen wir eine eigene. Wir hatten die Schnellstraße. Die hier, genau. Und das unter der Erde. Hier ist sie. Sollte das nicht eh schon rauskommen auf die Erde? Moment, 0. 0, oder habe ich da... Achso, ich habe es natürlich noch nicht gebaut gehabt, logischerweise, weil, ja, ich wollte erst wegen dem Kreuz gucken. Hängt das dort zusammen? Wir sehen es gleich, ich baue es mal. Ja, das hängt hier hinten, nee, das hängt hier hinten nicht zusammen. Gehen wir nochmal runter. Hier sehen wir es, das hängt halt hinten und vorne nicht zusammen. Nehmen wir es nochmal weg. So, das auch, das machen wir anders. Ja, das geht wieder nicht, okay, weil da die Tiefe nicht stimmt. Ich glaube, die 30 hatten wir. Ja, jetzt geht's. Und jetzt in die 0 rein. Wäre dann so. Da ist noch was im Weg. Ja, jetzt haben wir es aber. Den Bagger bemühen. Schnell weg mit dir. Jetzt hier oben den Kreisel initialisieren. Geht ja nicht. Das müssen wir so machen, dass wir hier eine Straße haben. Würde ich vorschlagen. Ach so, nee, wir wollen den Kreisel ja nicht auf der Autobahn. Wir wollen ja die Ausfahrt haben. Richtig. Also, dann machen wir Folgendes.
Wir nehmen hier die Straße. Gehen mal hier raus. Überlappen, das spielt keine Rolle. Dann... Nee. Gelabert wird hier nicht. Moment, jetzt muss ich das hier noch schnell haben. Zack, einmal den. Haben wir wieder Musik. Also hier so. Dann den Kreisel bemühen. Ja, überlappend macht nichts. Okay, Kreisel haben wir. Und jetzt müssten wir hier irgendwie eine Ausfahrt haben. Das heißt, wir ziehen erstmal die Straße weiter. Wieder ein Parallelmodus. Jawohl. Mit einer Kurve ist möglich. Das heißt, das machen wir so und dann gehen wir dort wieder unter die Erde. Okay, das hätten wir mal. Jetzt müssen wir irgendwie da reinkommen. Und hier reinkommen. Wir machen mal eine Abfahrt. Zweispurig. Die geht hier raus, aber da überlappt es schon wieder. Was habe ich für eine Höhe? 0. Da müssen wir doch rauskommen. Hang zu steil. Gibt's da nicht. Ist hier ein Tunnel? Nein, da ist kein Tunnel. Was ist denn das hier? Da ist irgendwie so ein Hügel drin. Ja, weil da wahrscheinlich der Hügel ist. Ja, okay, Hügel ist egal. So müsste ich ja nicht hier rauskommen. Was habe ich denn für eine Höhe? Ich habe doch die 0. Wir können es aber von hier her testen. Wenn ich hier irgendwie rausgehe, geht auch nicht. So geht's. Ich bin auf 0 Meter. Ich habe das Gefühl, ich bin unter der Erde. Ich baue es mal. Nee, geht. Gut, das brauchen wir natürlich nicht mit Doppelding. Das können wir nochmal wegnehmen. Bagger. Machen wir Bagger. Doch, ich bin halt unter der Erde. Da mit dem Ding war ich unter der Erde. So, also wir brauchen nicht das Parallele, sondern wir brauchen das hier. Das irgendwie hier rausgeht. Wenn sie irgendwie andocken würde. Irgendwie so. Dann irgendwie die Kurve und irgendwie da rein. Nee, genau nicht. Sondern hier rein. Klappt das? Jawohl. Ohne Kreuzung hoffe ich. Das ist aber die falsche Richtung. Müssen wir die Richtung nochmal schnell drehen. Zack, einmal in die Richtung. Eigentlich ging es gerade jetzt. Und nochmal einmal. Okay, das muss man unaufgeregt machen. Also, das würde passen. Was wir jetzt hier noch machen könnten, wäre den Bereich auf 5 Spuren. Dann können sie früher einfädeln. Würde ich mal machen. Passt das so? Ja, hier geht es links weg. Das passt tatsächlich. Hier noch schnell. Ne, da brauchen wir nicht 5 Spuren. Also das haben wir. Hier kommen wir raus. Jetzt würden wir gerne noch auf der anderen Seite irgendwie rein. Hier auf diese Autobahn. Stimmt das so? Ja, hier fädeln wir aus. Und hier wollen wir in die Autobahn rein. Eine Brücke wahrscheinlich am ehesten. Anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also, man reicht mir mal das Teil. Dann natürlich nicht ändern, sondern bauen. Gehen wir hier raus und dann gehen wir auf die 10 Meter. Denkst du, gehen wir nicht? Oder gehen wir doch? Doch. Von hier aus gehen wir das. Mit der Kurve hier rüber. Und dann hier unten rein. Wieder auf die 0. Die 0 haben wir hier. Einmal da rein. Jawohl, und dann ist das doch okay. Das müsste jetzt die Einfahrt sein. Das müsste klappen. Jetzt könnte man hier das Ganze auch noch so machen. Das nochmal schnell kappen. Und hier auch auf 5 Spuren gehen. Ändern. Jawohl, und zwar so. Die 5 Spuren und dann hier rausdüsen. Das müssen wir dann wieder bauen mit Kurve. Habe ich es? Nein, bauen. Jetzt. Da rein. Ja, müsste passen. Oder passt nicht? Nee, was ist denn das jetzt hier? Ach so, doch. Nee, ist in die falsche Richtung. Moment. Schnellstraße, ahoi. Ja, das hier ist in die falsche Richtung. Das werden wir nochmal kurz ändern. So, weil wir wollen hier ja rein. Jetzt müsste eigentlich funktionieren. Was ist denn das hier? Das soll fünfspurig sein, Leute. Jetzt haben wir es. Hier einfädeln. Jawohl, passt. Nee, ist dreispurig. Ja, ich würde es mal lassen. Weil sonst müssen wir ins Tunnel rein. Hier ist natürlich klar, hier geht es weiter. Stimmt das so? In die Richtung geht's raus. Wir kommen nicht auf die Autobahn rauf in die Richtung. Und von hier kommen wir nicht raus. Das fehlt irgendwie noch. Das müssen wir natürlich auch irgendwie haben. Dann machen wir das mal. So ganz fertig sind wir damit noch nicht, wie man sieht. Also zack den hier, zack die Kurve. Mach mal bauen, dass wir hier wieder ausfädeln. Zack, hier unten durch. Hier oben lang. Das müsste eigentlich gehen. Das ist irgendwie wieder ein Hang zu steil, aber so geht's. Und dann hier rein.
Ja, dann wäre das von hier die Ausfahrt. Okay, und jetzt bräuchte ich nur hier noch in die Richtung eine Einfahrt. So, selbstgebautes Autobahn-Dingsbums. So, also die Einfahrt da rein. Wie machen wir die denn? Hier geht es in die Richtung. Ja, hier in die. Da müssen wir hier vielleicht zuerst mal noch ein paar Meter weiter bauen. Was hatten wir? Drei Spuren? Vier sind das, glaube ich. Und wir sind im Parallelmodus gewesen. Und bauen. Mhm, den Parallelmodus noch an. Ja, sind das die? Ne, das sind zu viele. Hatten wir doch nur drei? Ja, wir hatten nur die drei. Okay, und jetzt aber hier, oh, da kommen wir genau in die Straße rein. Das müssen wir eh nochmal machen, weil ich komme hier in dem... Ja, ich komme da nicht unter die Erde, nicht in dem Tempo. Also, das muss nochmal weichen. So, zack, zack, zack. Dann den hier. Jetzt haben wir noch überhaupt nichts eingezeichnet. Aber gut, jetzt müssen wir halt mal gucken, dass wir hier diese Tiefbahn, oder wie nennt man die? Ja, die Unterführung halt, dass wir die hinkriegen. Ja, da sind wir wieder im Wasser. Wenn wir mehr Tiefe haben, so geht's. Jawohl. Dann geht das hier lang, hier rüber. Und dann geht das wo raus? Hier oben ist ja eh Feierabend. Hier oben ist dann fertig. Ja, und da haben wir aber noch die Eisenbahn. Oder wir könnten hier raus. Ist eigentlich auch eine Idee. Dann machen wir das so. Und gehen hier dann rauf. Geht noch nicht. Müssen wir nochmal ein bisschen runter, die 15. Und jetzt mit der Kurve müsste gehen. Null. Halt. Jetzt. Einmal null. Batz. Okay. Dann wieder eine Straße, eine normale. Die irgendwie hier rausgeht. Und hier einen Kreisel hat. Und dann können wir das wieder zusammenhängen. Da brauchen wir aber hinten nochmal die Abfahrten etc. Ist ganz klar. Hier ist diese unterirdische Schnellstraße zu Ende. Zack, haben wir. Gut, auch alles in die richtige Richtung. Jawohl. Hier oben die Kreuzung, die werden wir uns dann auch nochmal ansehen, falls hier tatsächlich viel Verkehr wäre. Und jetzt müssen wir aber gucken. Jetzt bräuchten wir hier erstmal, dass wir mit der Straße noch dort in den Kreisel reinkommen. Das wäre zweispurig gewesen. Und wir haben hier schon ein bisschen Höhe. Ja, würde sogar gehen. Allerdings, nee, ohne Parallel natürlich jetzt wieder. Das geht sogar. Hier kommen wir rüber. Lass uns mal die 10 Meter machen. Und die Kurve, die habe ich aktiviert. Ja, das ist doch okay. Zack, und dann in den Kreisel rein. Wieder auf die Null. Hier rein. Bats, das passt. Die Richtung ist auch die richtige. Hier kommt man raus, jawohl. Und hier unten kommt man rein. Hier kommt man raus. Jetzt müssen wir tatsächlich noch gucken, dass man von hier noch da reinkommt. Dann schauen wir mal schnell. Schnappen wir uns wieder das Zweierding. Jawohl, bauen ist eingestellt. Hm, irgendwie hier raus. Und da rein. Geht das? Ja, geht nicht. Da geht es halt schon unter die Erde. Wir haben fast keinen Platz. So geht's. Das können wir machen. Ist dann eine relativ kleine Abfahrt. Funktioniert aber. Da kommt man drauf. Okay, das müsste passen. Es ist eine eigenwillige Sache, gebe ich zu. Aber die müsste eigentlich funktionieren. Und irgendwie nett. Ich finde. Allerdings, da sieht man schon wieder, guck mal, hier ist das Wasser schon wieder. Da können wir nichts machen, sonst können wir nicht unterirdisch bauen. Wir können die Straße nicht unterirdisch legen, ohne dass wir da Wasser drin haben. Genutzt wird es ja trotzdem. Guck mal, da kommen schon die Ersten. Was machen sie? Aha, sie fahren alle in die Stadt rein. Okay. Hier ist allerdings schon einer, der möchte Richtung Industrie. Haben wir das jetzt soweit fertig? Oder habt ihr da eine Idee, wie kann man das machen? Wir können das Wasser hier nicht, wir kriegen es nicht weg. Sobald wir unterirdische Straße bauen, dann haben wir tatsächlich dieses Wasser. Das ist meiner Meinung nach ein Bug vom Spiel. Also anders kann es ja nicht sein. Weil, ja, da müsste halt die Röhre so gebaut werden, dass da kein Wasser eindringt. Hier ist okay, weil hier ist natürlich auch kein Wasser im Weg. Aber gut, dann haben wir das gewuppt. Das war jetzt doch, ja, ordentlich was gebaut. Wir sehen es hier, das eigenwillige Autobahnkreuz. Ich würde sagen, funktionieren tut, genutzt wird es nämlich. Also wenn das nicht funktionieren würde, dann würden die das auch nicht nutzen. Das ist ganz klar. Das Spiel, die KI, die nutzt nur das, was auch irgendwie Sinn ergibt. Also die kommt tatsächlich nach da vorne. Jetzt möchte ich hier vorne nochmal gucken. Wo haben wir angefangen mit dem Teil hier? Ja, ist vom Verkehr her noch okay. Also da staut nichts. Ja, ja, das können wir so machen. Gut, dann lasst uns mal gucken. Ich möchte noch irgendwie was pflanzen. Und zwar, wir haben alles wahrscheinlich, ja, wir haben sogar Büros.
Wie wär's denn, wenn wir tatsächlich noch mal ein paar Büros machen? Und zwar die dicht besiedelten, hier so beim Eingang. Ja, beim Eingang zu diesem Tunnel hier. In die Kreisel rein machen wir nichts. Haben wir noch mal irgendwo eine Stelle, wo hohe Türme Sinn machen? Ja, vielleicht sogar mal in der Hauptstadt, hier oben. Wenn ich hier hinkomme, hier haben wir keine freien Flächen mehr, ja ein bisschen. Nee, das gefällt mir nicht. Hier hätten wir noch eine. Kommt hier ein Büroturm. Nee, da ist was im Weg. Hier haben wir halt alles schon bebaut. Hier können wir nichts mehr machen. Hier unten, das sind Schnellstraßen. Da können wir nichts ranbauen. Das wissen wir. Und hier ist die Industrie. Ja gut, wir könnten auch Büros in die Industrie reinmachen. Das stört die, glaube ich, nicht. Hier ist noch ein bisschen was. Machen wir doch hier noch was hin. Dann haben wir so ein einzelnes hohes Haus. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Gut, ich möchte mal noch schnell gucken. 37,4 Arbeitsplätze, 37,3 Arbeitnehmer. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Arbeitsplätze als Einwohner mal wieder. Dann werden wir hier nochmal schön ein bisschen ein paar Häuser hinstellen. So, hier haben wir noch Platz. Dann nehmen wir hier noch das dicht besiedelte dazu. Und dann nehmen wir hier noch das dünn besiedelte rein. Dann haben wir hier wieder ordentlich zugeschlagen. Das haben sie, glaube ich, heute gebaut. Ja, da sieht man, da sind sogar die Baustellen noch. Oh, Meilenstein freigeschaltet. Sehr gut. Hauptstadt, gratuliere. Du kommst sehr gut voran. Ja, würde ich auch sagen. Dann haben wir hier wieder Punkte. Eben das hier, das haben sie heute gebaut. Das weiß ich tatsächlich noch. Und hier vorne haben wir halt schon wieder ersten Stau. Vielleicht wollen die alle zu unserem Tunnel. Wer weiß. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann morgen an. Wir sind ja jetzt doch gut vorangekommen. Nämlich eben mit diesem einen Tunnel, was wir hier gebaut haben. Das auch genutzt wird, allerdings noch nicht übermäßig, aber ich denke, das wird sich wahrscheinlich dann auch irgendwann einstellen. Beziehungsweise es wird sich einstellen, dass das eben entsprechend genutzt wird. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!